Hallo, nach den besonderen Büchern 2018 gibt es jetzt also meine Lieblingsbücher aus dem vergangenen Jahr. Wie immer gibt es keine besondere Reihenfolge. Los geht's. Ein Favorit war für mich Ein Mund ohne Mensch von Gilles Marchand. Es geht hier um einen Ich-Erzähler, der immer einen Schal trägt, egal wie gut oder schlecht das Wetter ist, denn er verdeckt damit eine Narbe. Niemand weiß, woher diese Narbe stammt, denn er spricht nicht darüber. Eines Tages aber beschließt er seinen Freunden zumindest die Geschichte seines Großvaters zu erzählen. Sein Opa hatte eine bemerkenswerte Fantasie und so betrachtete er auch die Welt, die Realität. Ausgefallen und ideenreich. Doch es passieren mit der Zeit immer merkwürdigere und surrealere Dinge, je mehr der Protagonist über seinen Großvater erzählt. Man ahnt mit der Zeit, dass es dafür einen Grund gibt und dass der Schal, die Narbe irgendetwas damit zu tun haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass eine so herzzerreißende Geschichte dahinter steckt. Es ist keine sentimentale Familiengeschichte, es geht hier eigentlich um etwas ganz, ganz anderes, was wir allerdings erst am Ende des Buches erfahren. Es sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass es ein durchweg bedrückendes Buch ist. Es ist sehr fantasievoll, humorvoll, lebensfroh, aber auch ernst und das Ende war sehr, sehr bewegend. Ich mag die Art, ich mag die unvorhergesehenen Entwicklungen und auch das unvorhersehbare Ende hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Es ist ein Buch, das noch nachhalte. Das nächste Buch ist ein autobiografisches und zwar H wie Habicht von Helen MacDonald. Es geht in diesem Buch zum einen um Trauer und Trauerbewältigung, zum anderen um Habichte und Falknerei. Kurz nach dem Tod ihres Vaters besorgt sich Helen MacDonald einen Habicht, um ihn abzurichten. Sie hält ihn bei sich zu Hause, ist also ununterbrochen mit dem Vogel zusammen und zieht sich unmerklich immer mehr zurück von den Menschen. Dabei dringt sie aber umso tiefer in die Welt der Greifvögel ein. Interessant fand ich an diesem Buch unter anderem, weshalb die Falknerei während der Trauerphase so wichtig für Helen MacDonald ist und welcher Wandel sich während dieser Zeit in ihr vollzieht, durch diese sehr intensive Beschäftigung mit ihrem Habicht. Es ist ein sehr informatives Buch im sachlichen Sinne. Wir lernen sehr viel über die Falknerei allgemein und auch über Helen MacDonalds eigene Erfahrungen damit. Darüber hinaus erfahren wir auch sehr viel über den vor vielen Jahren verstorbenen Schriftsteller White, der seinerzeit selbst versuchte, einen Habicht abzurichten. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr persönliches Buch, denn Helen MacDonald beschreibt hier auch sehr eindrücklich ihre Gefühle während dieser schweren Zeit und berichtet auch über ihre Entwicklung und auch ihre Reflexionen. Und diese Kombination gefiel mir sehr gut. Helen MacDonald verbindet beide Ebenen, das Sachliche und das Persönliche, auch wirklich sehr gut miteinander. Und es steckt eigentlich auch noch sehr, sehr viel mehr in diesem Buch. Und es ist schön zu lesen. Es ist wirklich schön geschrieben und absolut lesenswert. Was Graphic Novels angeht, habe ich letztes Jahr einen Künstler für mich entdeckt und im Laufe des Jahres auch drei Graphic Novels von ihm gelesen. Die Rede ist von Marc-Antoine Mathieu. Ich habe von ihm gelesen Tote Erinnerung, Otto und 3 Sekunden. Mir gefielen alle drei Graphic Novels sehr und ich kann sie alle empfehlen. Am bemerkenswertesten fand ich 3 Sekunden, weshalb ich an dieser Stelle auch nur über diese Graphic Novel sprechen werde. Die Geschichte dieser Graphic Novel beschränkt sich auf ganze 3 Sekunden. Und zwar, weil wir hier einem Lichtstrahl in Lichtgeschwindigkeit folgen, der seinen Anfang in einem Zimmer hat, wo ein Mann eine Waffe auf einen anderen Mann richtet. Dieser Lichtstrahl wird in diesem Zimmer reflektiert, das heißt, wir bewegen uns wieder aus diesem Zimmer heraus an einen anderen Ort, wo dieser Lichtstrahl wieder gespiegelt wird und dann wieder und wieder und wieder und immer wieder. Das heißt, wir folgen der Bahn dieses Lichtstrahls und befinden uns dadurch innerhalb von 3 Sekunden an ganz vielen verschiedenen Orten, wo überall kleine Hinweise, Informationen und so weiter stecken, die dafür sorgen, dass wir am Ende den Fall am Anfang der Graphic Novel lösen können. Also herausfinden, warum der eine Mann den anderen mit einer Waffe bedroht. Ich finde diese Graphic Novel grandios. Allein auf diesen Gedanken zu kommen, das dann auch wirklich so klug und so gut umzusetzen,
Ich fand es neu, es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich fand es spannend und einfach durchweg toll. Also wirklich. Ein weiteres Lieblingsbuch ist Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt von Maya Angelou. Auch das ist ein autobiografischer Roman, in dem Maya Angelou über ihre Kindheit bis zu ihrem 17. Lebensjahr erzählt. Sie wächst auf in einer Zeit, als es in den USA noch Rassentrennung und Rassenhass gab. Sie berichtet hier, wie sie als kleines Mädchen vergewaltigt wurde, daraufhin lange Zeit kein einziges Wort mehr sprach, gleichzeitig aber auch ihre Liebe zur Literatur entdeckte. Und das ist nur ein kleiner Teil ihres sehr jungen Lebens. Maya Angelou erlebte in so kurzer Zeit viel, wirklich sehr viel. Furchtbares, aber auch Schönes. Ich fand es spannend zu sehen, wie aus einem traumatisierten, verunsicherten Mädchen eine junge, selbstbewusste Frau wird, die sich dann auch entschließt, sich nicht von der Rassentrennung aufhalten zu lassen und sich nicht mit dem Gefühl der Minderwertigkeit abzufinden. Und sie verfolgt ihre Ziele beharrlich und erfolgreich. Es ist ein sehr interessantes, spannendes Leben, ein sehr ungewöhnliches und ein wunderschön geschriebenes Buch. Maya Angelou trägt nie zu dick auf und ich finde, sie hat auch ein sehr gutes Gleichgewicht gefunden. Es wirkte auch emotional sehr stimmig und ausgeglichen. Ein starkes Buch, das mich zum Nachdenken anregte, das mir sehr nahe ging, das nachhalte und einfach beeindruckend. Das nächste Buch ist Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez. In einem Dorf wird Hochzeit gefeiert, aber noch in der Hochzeitsnacht bringt der Bräutigam seine Braut wieder zurück in ihr Elternhaus. Sie ist keine Jungfrau mehr. Die Aufgabe der Brüder ist es nun, die Ehre der Schwester, der Braut, wiederherzustellen. Der Mann, der sie angerührt hat, muss sterben. Es wird behauptet, Santiago sei es gewesen. Bald weiß das ganze Dorf über das Vorhaben der Brüder Bescheid, nur Santiago selbst kriegt es einfach nicht mit, dass er umgebracht werden soll. Und das ist es auch, was diese Geschichte ausmacht. Wie sich alles fügt und entwickelt bis zum Tod Santiagos, denn niemand im Dorf will, dass Santiago umgebracht wird. Interessanterweise selbst die Brüder der Braut nicht. Wie also kann es dazu kommen, dass Santiago stirbt und warum hat niemand etwas unternommen? Es ist einerseits entsetzlich, andererseits aber auch nicht frei von Komik. Und wir erhalten hier einen Einblick in die Gedanken, das Verhalten und die Gründe der Individuen, die zusammengeführt zu diesem Ergebnis führen. Zu sozusagen einem angekündigten, aber allseits ungewollten Tod, der letztlich aber vollbracht wird. Es ist ein spannendes, packendes Buch, sprachlich, wie ich finde, auch wirklich herausragend. Und es lädt dazu ein, die Details und die scheinbar unbedeutenden Ereignisse auch näher zu betrachten, um einen tieferen Zusammenhang zu finden. Und das gefiel mir wirklich ausgesprochen gut. Ein weiterer Liebling ist Die Jahre von Annie Ernaux. Es ist eine Autobiografie, allerdings der ganz anderen Art. Annie Ernaux schreibt hier über ihr Leben von ihrer Kindheit in den 40ern bis ins hohe Alter. Gleichzeitig aber schreibt sie hier auch über die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Kunst dieser Jahre. Das heißt, in diesem Buch geht es um Annie Ernaux' Privatleben, ihre persönliche Entwicklung und genauso sehr auch um die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen über all diese Jahrzehnte. Neben Annie Ernaux' Heranwachsen also und ihrem Berufsleben, einer schwierigen Ehe, ihrer Mutterschaft und dem Schreiben und so weiter, geht es hier auch um beispielsweise die Nachkriegszeit, die Algerienkrise, die Globalisierung, die Emanzipation der Frauen, den Konsum, die Medien, um Kunst, sei es Literatur, Film, Musik und so weiter. Also wirklich ein breit gefächertes, umfassendes Panorama der Gesellschaft und der Entwicklung all dieser Jahrzehnte. Diese Art, diese Herangehensweise an eine Autobiografie finde ich nicht nur äußerst interessant, sondern sie ermöglicht auch ein sehr viel besseres Verständnis für Annie Ernaux' Leben. Denn all diese Dinge wirken nun einmal auch auf einen Menschen ein. All diese Dinge machen aus, wer man ist, wer man sein möchte oder eben nicht.
Und entsprechend betrachtet Annie Ernaux das alles auch in seiner Gesamtheit, das Persönliche und das Kollektive. Und sie verbindet das alles auf eine so natürliche, so verständliche und auch berührende Weise, wie ich finde. Obwohl sehr viele Themenfelder, sehr viele Betrachtungen und Reflexionen einfließen in diesem Buch, hatte ich als Leser nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ich überfordert bin. Ganz im Gegenteil. Ich finde, Annie Ernaux schafft es auch, den Leser wirklich sachte in alles einzuführen und alles darzulegen. Sehr ruhig und sehr nachvollziehbar. Sie selbst bezeichnet dies übrigens als unpersönliche Autobiografie, was erklärt, weshalb sie hier auch nie in der Ich-Form schreibt. Es steckt sehr, sehr viel in diesem Buch. Es ist ein Buch, über das man problemlos stundenlang sprechen könnte. Ich fand es unglaublich interessant. Die Herangehensweise war für mich nicht nur neu, sondern auch wirklich sehr, sehr klug und durchdacht. Und ich bin beeindruckt. Ein Liebling für mich ist auch David Copperfield von Charles Dickens. Das war das erste Buch, das ich letztes Jahr zu Ende gelesen hatte. Und immer noch sind mir all die Figuren und die Geschichte so lebhaft vor Augen. David Copperfield erzählt hier im Rückblick seine Geschichte von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, so bis Mitte 20 etwa. In der Kindheit hatte er es nicht leicht. Es beginnt sehr düster und traurig. Er musste sehr viel Leid und Demütigung ertragen. Erst durch seinen grausamen Stiefvater, dann im Internat und später nach dem Tod seiner Mutter, aber immer noch in sehr jungen Jahren als schlecht bezahlter Arbeiter. Für David Copperfield gibt es nur noch eine Möglichkeit, und zwar diesen Lebensumständen zu entfliehen. Das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich, aber letztlich gibt es auch einige helle und schöne Momente in seinem Leben. Es ist eine Lebensgeschichte, die wirklich alle möglichen Emotionen in mir entfacht hat. Es ist eine spannende, abwechslungsreiche Lebensgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Es geht hier um David Copperfields Lebensgeschichte, aber wir erfahren gleichzeitig auch so viel über die Schicksale und Entwicklungen anderer Figuren. Es gibt hier eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Charaktere aus verschiedenen Schichten mit ihren ganz eigenen Problemen und so weiter. Und das ist auch etwas, was mir unglaublich gut gefiel. Und dadurch erhalten wir auch ein sehr deutliches Bild über die Gesellschaft und die verschiedenen Gesellschaftsschichten der damaligen Zeit, die Charles Dickens übrigens hier und auch ein wenig kritisiert. Alle Figuren sind mir auf ihre ganz eigene Art und Weise ans Herz gewachsen, sogar der widerliche Uriah Heep mit seinem ekelhaften Händedruck. Es ist ein Meisterwerk. Dieser Roman hat mir Tränen in die Augen getrieben, er hat mich zum Lachen gebracht, hat mich in Ärger, Spannung, Aufregung, Verzweiflung, Hoffnung, Verzückung versetzt, einfach alles, alle Emotionen, und von Anfang bis Ende habe ich alles miterlebt und mitgefühlt. Und ich würde jetzt einfach sagen, es verdient einen Ehrenplatz. Ausnahmsweise gibt es bei meinen Jahresfavoriten einen Ehrenplatz. Es ist das fünfte Buch von Charles Dickens, das ich gelesen habe. Ich habe sie alle fünf sehr geliebt. Wobei ich Oliver Twist nochmal lesen sollte, es ist schon zu lange her. Dieses Buch ist bisher zumindest mein liebstes Werk unter den Dickens-Lieblingen, würde ich jetzt einfach sagen. Es ist wirklich groß, großartig. Das waren sie also, meine Lieblingsbücher aus dem Jahr 2018. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser Liste. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr möchtet, teilt mir auch gerne eure Lieblingsbücher des vergangenen Jahres mit. Würde mich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Video schöne Lesestunden. Macht's gut!